Ja, das kam mir auch schon in den Sinn. Weshalb fragst du mich dann danach? Ich habe mich gar nicht ge... Egal, gibt es was, das ich wissen sollte? Ja. Also, was soll ich darüber wissen? Das Amulett. Du wirst mir sein Amulett bringen, nicht wahr? Ja, das hatte ich dir versprochen. Ist es denn hier in der Nähe? Ja, ganz in der Nähe. Gut, dann werde ich wohl einmal weitergehen. Vorwärts? Ja, vorwärts, diesen Gang hier entlang. Oder sollte ich vielleicht eine andere Richtung einschlagen? Ja. Wie auch immer, sei unbesorgt, ich werde mich hier gründlich umschauen. Schleichen wir erst einmal hier rein. Gucken mal, was wir hier drin finden. Außer noch mehr Ärger vielleicht. Ah, hier drin ist gar nichts. Okay. Also abgesehen von einem Fass. Steineiche. Mal wieder Steineiche. Aber ja, schon krass, wie die Gerolme hier. Falle. Ach, da in der Truhe, okay. Schon krass, wie die Gräume hier alles verunstaltet haben. Also ich nehme an, die ganzen grünen Blöcke und so, das ist Gräumenwerk. Was heißt, ich nehme an, man sieht schon an dem Gräumenschlüssel, den ich habe. Au. Fall ausgelöst. So. Das heißt, wenn ich durch das Gräumentor gehe. Schlüssel benutzen. Monolith, okay. Massives Tor. Lass mich erstmal gucken, wo die andere Richtung hingeht. Gewaltiger Schätze, sagen die Geschichten. Dieser Krieg war furchtbar. Die Gräume waren mit ihrer Stadt aus Gold gefangen. Das schienen sie aber selbst zu verantworten zu haben. Die Brücke zerschlagen, die Tunnel eingestürzt. Unsere Stadt, unser Reich, jetzt tief im Berg eingeschlossen. Verfluchte Zwerge! Dahin siechen mussten wir! Aber ihre Schätze mussten sie uns lassen! Ja, die Schätze sind unser auf ewig! Im Leben, im Tod, in der Verdammnis! Okay, seltsame Erscheinung wurde aktualisiert. Besiege die Gräumengeister. Der Zwergenschatz wird von rachsigen Gräumengeistern bewacht. Ich muss sie besiegen, um an den Schatz zu kommen. Mhm. Ja, wieder eine Horde Geister. Jetzt wird's
So, jetzt noch der letzte hier. Ja. Die unsägen Gräume sind besiegt. Also das hier war mal die Brücke, so wie es aussieht. Ne, da unten ist die Brücke wohl in die Golmenstadt. Ach, das ist keine Seilwinde oder so. Das ist das Gestell einer einer Ballista gewesen. Ah. Das war wohl die erste Stellung der Zwerge gegen die Golme, die als erstes gefallen ist. Oder die Zwerge haben hier sozusagen das letzte Gefecht ausgefochten und von hier aus die Brücke zerstört. So, was ist der Golmschatz? Dukaten, ein Zwergenamulett, Kugeln. Folgt mir. Ein Schwert, ein Bock. Na klar. Trumbalak, der Witwenmacher in der Sprache der Menschen, verspricht nicht zu viel. Sieht aber aus wie eine Armbrust, die Kugeln verschießt. Ja, die Erscheinungen abgeschlossen. Bring das Amulett zurück. Bevor ich dem Zwergengeister das Amulett nicht überreicht habe, wird er keine Ruhe finden. Ihr solltet seinen Leichnam aufsuchen und das Amulett dort ablegen. Dann wird er es sicher finden. Hm. Ach, das ist das Amulett hier. Dieses Amulett ist ein Andenken, das der getötete Zwerg in die tiefen Höhlen von Guldur bei sich trug. Die Gräume raubten es von ihm und er möchte es zurückhaben, weil er keine Ruhe finden kann, solange die Gräume sein liebstes Andenken besitzen. Mhm. Gehen wir das mal zu ihr. Ja, eine Arbalest. Geschichte der Grollmenkriege. Boah, das sind viele Seiten. Ja, das können wir bei Gelegenheit lesen. Also, sobald wir hier raus sind. Und hier geht gar nichts weiter. An dieser Stelle. Hier ist eine große Balliste. Oder Balliste. Und hier geht es gar nicht runter, weil hier alles eingestürzt ist. Die hat an die Decke gedreht. Ach, die hat da hochgezielt und alles zum Einsturz gebracht an dieser Stelle. Okay. Denke ich mal. Aber ja. Aber da kommen wir, gell? Ja. Da waren wir drin. Das war nur ein kleiner Lagerraum. Hier geht's noch weiter. Hier können wir den Schlüssel benutzen. Sicherheitshalber mal speichern. Ach, jetzt bin ich wieder in der und in der zweiten Grollenhöhle. Okay. Gladys hinkt ein bisschen hinterher. Das heißt, wir gehen erstmal in die Richtung. Also, wie es aussieht, kommen wir dann da wieder runter. Und toter Grollen. Feuerspuckende Statue gebaut.
Okay. Au! Ah. Das tut weh. Die Frage, wie kommen wir daran vorbei? Ich meine, Schleichen wird nichts bringen, nehme ich an. Nein. Gib mir den Quicksave mal. Wir gehen in die andere Richtung zuerst. Oder wir brauchen Brandsalben. Na gut, Brandsalben haben wir noch ein paar. Aber trotzdem macht das scheiße viel Damage. Feuergeist. Ein Feuergeist, ist jetzt nicht so die Welt. Okay. Hier ist nichts drin. Ein Grolmenschalter, okay. Heiltrank, Ausdauertrank, wieder ein nicht identifiziertes Amulett. Noch ein Amulett der Konstitution. Was hat das jetzt gemacht? Also ich konnte ihn jetzt nur einmal betätigen. Hat der die Statue ausgeschalten? Ich muss zugeben, ich weiß das nicht mehr so genau. Sie sieht irgendwie nicht mehr aktiv aus. Ja, das hat die Statue tatsächlich ausgeschaltet. Okay. Da ist der Helm, aber ich habe auch irgendwas. Großes Trampeln. Hi. Zauberer,
Ein wandelndes Einaugenskelett. Dieses Unleben ist Frevel an der Natur.